Und jetzt, alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen AutoCAD-Webinar aus der Reihe Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute mit dem Thema Einführung in das Layer-Management. So, erstmal, wer sind wir heute? Wir sind heute in der Präsentation meine Wenigkeit, Carsten Senger. Dann haben wir den Maximilian und den Martin und wir sind alle vom technischen Support in München für AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, AutoCAD LT und hoffen, wir können Ihnen heute etwas Tolles zeigen. Bevor wir beginnen, zögern Sie nicht, die Fragen, die Sie haben, im Chatfenster zu stellen. Ich werde sie nach Möglichkeit oder wir gleich beantworten. Sollte das nicht möglich sein, können wir Ihnen auch eine E-Mail schicken mit der Antwort. Oder Sie schicken uns, wenn das irgendwie verpasst wird, nochmal eine E-Mail und als Erinnerung und dann machen wir das noch im Nachhinein. Die Präsentation wird aufgezeichnet und anschließend auf YouTube hochgeladen. Dort können Sie sie jederzeit wieder anschauen oder auch anderen zeigen, mit der Hoffnung, dass Sie dann im nächsten Webinar hoffentlich auch mal mit dabei sind im in der Live-Demo. Die PowerPoint wird auch verfügbar sein als Download unter diesem Link hier bei Download. Es ist im Grunde derselbe Link, den wir hier unten sehen, auf autodesk.box.com, AutoCAD IQ Deutsch. Beachten Sie außerdem, unsere neue deutsche Community-Webseite ist es jetzt nicht mehr. Es ist schon eine ältere, die gibt es schon über ein Jahr. Und dort finden Sie unter dem Programm Auto oder dem Punkt AutoCAD Produktfamilie Deutsch die Möglichkeit, in Deutsch das Forum zu befragen oder also die Mitglieder und auch den Produktsupport. Wir schauen uns auch regelmäßig die Forenthemen an und hoffen, dort helfen zu können. Und wie gesagt, auch in Deutsch dieses Mal und auch für andere Produkte wie AutoCAD Civil oder Map, je nachdem, was Sie für eine Produktfrage haben. Feedback zum deutschsprachigen Forum oder auch zum deutschen Webinar können Sie auf derselben Seite stellen oder eben unter diesem direkten Link. Und wir würden uns freuen, wenn Sie entweder Anregungen oder Ideen für zukünftige Webinare haben, dass wir diese dann auch für die Zukunft umsetzen können. Das Webinar selbst ist eine Plattform, in der der AutoCAD oder Autodesk AutoCAD Support ein 20 bis 40 Minuten Demo von aktuellen Funktionen, neuen Funktionen oder Tipps und Tricks gibt. Und wie ich schon gesagt habe, die Präsentation wird aufgezeichnet und alle Links und auch die Zeichnungen, die wir während dem Webinar verwenden werden, später zur Verfügung gestellt. Unser nächstes Webinar wird Ende September sein, am 28. wieder an einem Donnerstag um 14 Uhr. Das Thema dazu werden wir noch wieder in der Woche davor Bescheid geben. Ich hoffe, wir finden was Interessantes für Sie. Noch zwei Links in der Mitte. Erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ Webinar Playlist. Das ist quasi die Abspielliste auf dem YouTube-Channel für unsere Webinars, wo wir alle Videos hochladen. Und der Link nochmal zu dem Box-Laufwerk, wo wir alle Skripte, PowerPoints und Beispiel-DBGs laden, falls Sie das Ganze nochmal nachmachen möchten. Auf der rechten Seite sehen wir noch ein paar Informationen zu unseren Foren in Deutsch und Englisch. Deutsch habe ich gerade erwähnt. Oben unsere Erweitern Sie Ihre AutoCAD IQ Webseite. Hier können Sie andere Menschen und Interessenten einladen und sich für das Webinar registrieren.
Und unten rechts haben wir nochmal das AutoCAD-Beta-Programm, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte. Es ist das AutoCAD und AutoCAD LT, sind zwei verschiedene Beta-Programme. Hier haben Sie die Möglichkeit, direkt mit Entwicklern in Kontakt zu treten, Anregungen und Ideen abzugeben und auch die jeweilige neue Beta-Version von AutoCAD zu testen und die Testergebnisse auch mitzuteilen. Es gibt einem das Gefühl, bei dem Produkt oder bei der Produktentwicklung aktiv mitzuwirken. So, noch ein Hinweis auf unser Knowledge Network, wie jedes Mal. Hier finden Sie die ersten Schritte, wenn Sie das Produkt das erste Mal öffnen und verwenden. Wie schaffe ich den Einstieg in das Programm? Hier sehen Sie auch, finden Sie Links zu den Lernprogrammen, den Videos, Dokumentationen, alles, was Autodesk zur Verfügung hat, werden Sie dort auch finden. Lernen und Untersuchen ist der Link zu den Hilfedateien und den Screencast-Inhalt, den es für AutoCAD gibt. Sie haben dann außerdem einen Link zu allen Downloads für AutoCAD und AutoCAD LT. Darunter sind dann Service Packs und Hotfixes und Fehlerbehebung. Das geht in unser Knowledge Network, wo wir auch vom AutoCAD Support her für alle möglichen Fehler oder auch Probleme, die wir von Kundenseiten erfahren, einen Wissensartikel erstellen mit einem Lösungsansatz. Ein Hinweis wieder an dieser Stelle. Wir haben im Oktober unseren nächsten Answer Day. Der Answer Day ist dafür da oder läuft so ab, dass es für die Produkte, die hier genannt sind, die AutoCAD-Produktfamilie, Inventor, Revit, 3D Studio und Maya, die Möglichkeit gibt, im Forum Fragen zu stellen und Produktmitarbeiter sind direkt im Forum dabei, live und schauen sich die Fragen an und sie bekommen hoffentlich direkt eine Antwort auf Ihre Frage und müssen nicht auf eine Antwort lange warten, sondern stellen Sie Ihre Frage dort und Sie kriegen sofort ein Feedback, hoffentlich mit der richtigen Antwort. Gut, bevor wir beginnen, habe ich natürlich wie immer und jedes Mal ein paar Fragen an Sie. Unsere erste Standardfrage: Ist dies Ihr erstes AutoCAD-Webinar? Gut, warte ich noch ein paar Sekunden, bis alle geantwortet haben. Gut. Wir sehen, die meisten waren schon mal in einem Webinar dabei von Ihnen. Wir haben einige, ganz wenige neue. Herzlich willkommen an der Stelle. Ich hoffe, wir können was Tolles zeigen und Sie in Ihrem Wissen etwas erweitern. So, meine zweite Frage an dieser Stelle. Na? Welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie denn? Gut. Wir sehen, wir haben zwei Drittel fast oder zwei Drittel ziemlich genau AutoCAD, dann etwas weniger AutoCAD LT, Architecture, MEP, Mechanical und Plant 3D zu 20% und dann nochmal 30, ein Drittel Map und Civil. Gut. Eine letzte Frage für jetzt. Wie lange verwenden Sie schon AutoCAD oder AutoCAD LT oder eben auch die anderen Produkte, die wir gerade abgefragt haben? Interessant.
Das ist jetzt ein interessantes Ergebnis. Wir haben 7% weniger als ein Jahr, also sozusagen Neulinge, zwischen 1 und 5 Jahre und zwischen 5 und 10 Jahre jeweils 14%. Und dann ganz viele alte Hasen, sage ich mal, die das Produkt schon mehr als 10 Jahre begleiten. Gut. Dann kommen wir zum heutigen Thema. Und das ist das Layer Management. Wir werden versuchen, die Layer verständlich zu erklären. Was sind Layer? Die Layer-Eigenschaften ansprechen. Wir werden Layer erstellen und ändern. Erklären, was ein Layer-Status ist und was Layer-Überschreibungen sind. Und einige erwähnenswerte Werkzeuge zeigen. Über Layer. Layer kann man sich im Grunde genommen wie ein transparentes Blatt Papier vorstellen, auf dem bestimmte Themen abgebildet sind. Diese transparenten Papiere lege ich dann übereinander und habe dann meine komplette Zeichnung. Was jeweils auf dem Blatt Papier oder auf dem Layer abgebildet ist, das muss sich jeder selber überlegen, wie er seine Zeichnung am besten logisch aufbaut. Zum Beispiel könnte man sagen, ich habe einen Raum und dort habe ich Stühle und alle Stühle kommen auf einen Layer und die Tische kommen auf einen zweiten Layer. Und so habe ich dann thematisch sozusagen den Inhalt des Raums auf verschiedene Layer aufgeteilt. AutoCAD und AutoCAD LT kann maximal 32.767 Layer verwalten. Meine persönliche Empfehlung ist, reizen Sie das nicht aus. 32.000 Layer. Eigentlich sollten Layer dafür dienen, die Zeichnung übersichtlicher zu machen. Und mit 32.000 Layer haben Sie das, glaube ich, nicht geschafft. AutoCAD und AutoCAD LT hat immer mindestens einen Layer. Das ist der Layer 0. Der wird automatisch vom System angelegt und kann nicht umbenannt oder gelöscht werden. Es gibt einen weiteren Layer, den AutoCAD anlegt. Der nennt sich DevPoints. Der wird angelegt, wenn Sie zum Beispiel Bemaßungen anlegen oder verwenden. Und die haben am Ende und am Anfang so kleine Symbole. Und diese Symbole sollen meistens nicht gedruckt werden. Und dann wird da dadurch, dass das automatisch die Bemaßung dann da automatisch oder die Symbole automatisch auf dem DevPoints Layer abgelegt werden und der per Standard nicht gedruckt werden kann, wird das umgesetzt. Die Layer-Namen können bis zu 255 Zeichen lang sein. Auch hier wieder meine Empfehlung, reizen Sie das nicht bis zum Ende aus. Gerade im Hinblick, wenn Sie zum Beispiel ein Layer über XRef referenzieren, dann wird der Layer-Name der alten Zeichnung mit dem Layer-Namen der aktuellen Zeichnung kombiniert und dann haben Sie schon wieder doppelt lange Layer-Namen. Buchstaben, Nummern und Leerzeichen und einige Sonderzeichen können Sie in dem Namen verwenden. Sonderzeichen, die nicht zu verwenden sind, sind zum Beispiel diese spitzen Klammern, ein Backslash und Forward-Slash, Punkt und Doppelpunkt und Semikolon, Fragezeichen, Stern und so weiter. Die Layer werden alphanumerisch sortiert mit den Sonderzeichen ganz oben. Mit Layern steuern Sie generell Eigenschaften zu Ihren Objekten. Zum Beispiel zu diesen Eigenschaften gehört die Farbe, der Linientyp und die Linienstärke. Sie steuern auch die Ansicht von Objekten. Stichwort ist hier frieren und tauen, anschalten oder ausschalten, also sichtbar oder nicht sichtbar. Sie steuern auch über den Layer, ob Objekte geplottet werden können oder nicht. Und sie steuern, ob Objekte auf einem Layer gesperrt werden oder nicht gesperrt sind. Sperren heißt, sie können editiert werden oder nicht editiert werden, können nicht ausgewählt werden oder verändert werden. So, das erstmal zur Einführung. Schauen wir uns das mal an, wie es in AutoCAD funktioniert. Dazu wechsle ich jetzt in mein AutoCAD und starte mal eine leere Zeichnung. Das ist das metrische AutoCAD und hier wird automatisch die metrische ACAD-ISO-Vorlage verwendet und geladen.
Und die kommt, wie wir hier sehen, es gibt einen Layer, wie ich es vorhin erwähnt habe, der Layer 0, der ist immer angezeigt. Wie komme ich zu diesem Layer-Dialog? Der wird in der Multifunktionsleiste hier oben in der Mitte angezeigt. Und ich habe hier einige Möglichkeiten, die ich mit den Layern, was ich mit den Layern machen kann. Ich sehe hier, kann die ganzen Layer aufklappen. Alle Layer, die ich habe, werden dann hier in einer Dropdown-Liste angezeigt. Ich kann auf bestimmte Layer wechseln. Wenn ich einen angeklickt habe, kann ich diesen hier über diese Knöpfe frieren und tauen, als unsichtbar machen und so weiter. Um den Layer Manager aufzumachen, klicke ich hier drauf und habe dann dieses Dialogfenster. Und das ist so aufgebaut. Ich habe hier auf der Höhe meine Unterteilung. Rechts sehe ich quasi alle meine Layer, die ich in der Zeichnung habe. Dafür habe ich vier Hauptknöpfe. Ich kann einen neuen Layer erstellen. Ich kann Layer in allen Ansichtsfenstern frieren, einen Layer löschen, wenn ich nicht mehr brauche, oder einen anderen Layer aktuell machen. Aktuell machen heißt, ich sehe hier ein kleines grünes Häkchen. Sobald dieses Häkchen vor meinem Layer ist, bedeutet das, ich befinde mich auf dem Layer und alle Objekte, die ich zeichne, werden diesem Layer zugeordnet. Also wenn ich zum Beispiel hier einen neuen Layer anlege mit innen, dann habe ich die Möglichkeit zu definieren. Soll dieser Layer ein oder aus sein, also Objekte auf dem Layer sollen sichtbar sein oder unsichtbar. Ich habe noch ein zweites Frieren oder nicht frieren Zeichen. Es wirkt sich von dem, was man sieht, genauso aus wie ein oder aus. Der große Unterschied zwischen diesen beiden ist, bei ein oder aus schalte ich nur die Sichtbarkeit aus, aber die Layer-Informationen oder die Objektinformationen auf dem Layer sind trotzdem im Speicher und werden mitgeladen und mitgezogen. Wenn ich friere, dann werden diese Objekte aus dem Speicher entfernt und eventuell, je nachdem, wie viele Objekte das sind, wird meine Zeichnung entsprechend performanter und schneller. Das ist der große Unterschied zwischen Frieren und Ein- und Aus. Ich kann den Layer sperren, das heißt, keine Objekte können auf dem Layer angelegt werden oder die Objekte auf dem Layer können nicht editiert werden. Ich kann sagen, soll der Layer geplottet werden oder soll er nicht geplottet werden. Ich gebe hier meine Farbe an. Wie sollen die Objekte, die ich auf dem Layer zeichne, oder erstelle, in welcher Farbe sollen sie abgebildet werden? Das ist dann hier zum Beispiel blau. Oder wenn ich mir diese 255 Farben nicht ausreichen, kann ich mir hier auch eine RGB-Farbe auswählen oder definieren. Oder ich kann mir aus Farbbüchern entsprechende Farben auswählen. Ich beschränke mich jetzt mal auf diese Indexfarben von 255. Linientyp sage ich gleich was dazu und Linienstärke habe ich ein Dropdown-Menü, das mir anzeigt, Objekte auf dem Layer sollen mit der und der Linienstärke gezeichnet werden. Ich zeichne hier mal eine Linie. Man sieht gar nichts. Das liegt daran, dass ich meine Linienstärke habe ich eingeschaltet. Ich möchte es nur zeigen. Wo ist es hier? Linienstärke muss eingeschaltet sein. Dann habe ich hier unten dieses Menü oder diesen Knopf, den ich jetzt mit Blau aktiv schalte. Und jetzt sollte eigentlich, ich war nicht auf der Layer, war nicht aktiv. Wenn ich jetzt zeichne, sollte ich eigentlich eine dicke blaue Linie zeichnen. Hier haben wir sie. So, das kann ich auch wieder ausschalten. Dann ist die Linie wieder dünn. Ich kann eine Transparenz für einen Layer definieren, wenn ich meine Objekte transparent oder halbtransparent oder opak zeichnen möchte, kann ich hier einstellen. Zu den anderen kommen wir später. Frieren in Ansichtsfenstern. Zum Linientyp möchte ich noch was sagen. Per Standardeinstellung ist nur ein Linientyp da. Das ist eine ganz normale durchgehende Linie. Um andere Linientypen zu haben oder zu verwenden, muss ich die extra laden aus einer Akkad-Lin oder Akkad-ISO.lin-Datei, also eine Liniendatei. Wir hatten schon ein Webinar, wo wir genau zeigen, wie man solche
Linientypen selber erstellt und in dieser LIN-Datei abspeichert. Also da wissen es, wenn Sie da Interesse haben oder Informationen brauchen, dann würde ich Sie Ihnen empfehlen, dieses Webinar zu suchen. Da ist alles genau erklärt. Jedenfalls kann ich jetzt hier aus dieser ACAD-LIN, ISO-LIN, mir Linientypen aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal die Grenze. Was haben wir hier unten noch? Ah, Punkt und Strichlinie. Und diese lade ich dann in meine Datei und kann mir jetzt aussuchen, welchen Linientyp diese Datei haben soll. Wir sehen jetzt hier ganz rechts, links, dass es jetzt eine punktierte Linie ist. Genau, jetzt lege ich noch einen zweiten Layer an, Außenlayer und so weiter. Und so kann man vorgehen, wenn ich diese Zeichnung jetzt speichere, zum Beispiel als Vorlage DWT und als meine persönliche Vorlage verwende, dann habe ich natürlich meine einmal angelegten Layer alle in der Zeichnung drin. An dieser Stelle würde ich gerne an meinen Kollegen Max weiterleiten und er wird Ihnen das Thema weiter präsentieren. Ja, vielen Dank, Carsten. Man kann mich hören. Ich höre dich gut. Sehr gut. Ich sehe auch deinen Bildschirm. Wunderbar, ja. Dann lege ich los. Okay, ich habe hier drei Layer schon mal angelegt und ich kann mir auch hier im Dropdown einen Layer auswählen, auf dem ich zeichnen will. Ich zeichne jetzt mal hier auf den Layer und Sie sehen dann, wie es der Carsten schon erklärt hat, das Objekt, das ich gezeichnet habe, das nimmt dann automatisch die Layerfarbe an. Ich nehme dann einen neuen Layer und zeichne noch ein Objekt und noch ein drittes. Wenn ich jetzt den Layer ändern will von einem Objekt, also ich habe das jetzt aus Versehen auf dem zweiten Layer gezeichnet, auf dem gelben, ich will es aber auf dem grünen Layer, dann kann ich einfach das Objekt selektieren und dann hier oben den Layer wählen und dann wird das Objekt auf den neuen Layer verschoben. Eine andere Möglichkeit, die ich habe, ich kann per Rechtsklick das Kontextmenü aufrufen und dann in die Eigenschaften gehen und hier in den Eigenschaften den Layer ändern. Als nächstes würde ich gern zeigen, also hier in dem Dropdown haben Sie auch wieder die Möglichkeit, ein paar Einstellungen zu treffen, die der Carsten auch schon angesprochen hat. Ich kann zum Beispiel hier meinen Layer ausschalten und wenn ich versuche, den Layer auszuschalten, auf dem ich gerade bin, den aktiven Layer, dann kriege ich eine Meldung, ob ich das denn wirklich machen will, weil wenn ich den jetzt mal ausschalte und dann versuche auf dem aktuellen Layer zu zeichnen, dann sehen Sie, dass Sie nichts sehen. Und ja, das ist einfach nochmal eine Sicherheitsfunktion, um wirklich sicher zu gehen, ob man den aktiven Layer ausschalten will. Den aktiven Layer einfrieren, das ist dann gar nicht erlaubt, weil das ist, wie gesagt, schon ein bisschen, also beim Layer einfrieren, da werden die Daten dann komplett vergessen von AutoCAD und deswegen ist es nicht möglich, den aktiven Layer einzufrieren. So, genau, und also nochmal mit dem, der Unterschied zwischen dem Einfrieren und Ausschalten. Also, wie gesagt, ist augenscheinlich, sieht es gleich aus. Also wenn ich jetzt, ich gehe mal auf einen anderen Layer. Wenn ich den ausschalte, dann sind die Objekte weg. Auch wenn ich ihn friere, sind sie weg. Aber man kann das sehr gut, wenn man die Zoom-Funktion verwendet, kann man das sehr gut zeigen. Also ich habe den Layer jetzt mal ausgeschaltet und zoome auf die Grenzen. Dann sehen Sie hier, dass der Teil, wo die gezeichneten Objekte sich befinden, der wird noch angezeigt. Wenn ich den Layer jetzt friere und wieder zoome, aufgrenzen, dann sind die Objekte fürs AutoCAD weg. Also zoomt dann nur noch auf die Objekte, die noch auf nicht gefrorenen Layern sind.
Schalten Sie wieder an. Die nächsten Möglichkeiten, die Sie haben. Sie haben hier einige Optionen. Sie können zum Beispiel mit der Option hier können Sie Layer ausschalten von Objekten, die Sie selektieren. Also Sie selektieren die Option, suchen ein Objekt und dann ist der Layer ausgeschaltet, auf dem dieses Objekt gelegen ist. Sie können dann mit der Option hier unten alles wieder anschalten. Andersrum ist die Isolieren. Damit werden alle anderen Layer isoliert, also alle anderen Layer ausgeschaltet, außer denen, die Sie selektiert haben oder außer denen mit Objekten, die Sie selektiert haben. Und die kann man wieder einschalten. Das gleiche gibt es für Frieren und auch für Sperren. Genau, und das Sperren, das mache ich jetzt auch mal, zeige ich auch mal, wie das funktioniert. Also ich kann hier einen Layer sperren. Dann sehen Sie, dass die Farbe von dem Objekt auf dem Layer leicht dunkler geworden ist. Und wenn ich mit der Maus da drüber gehe, dann wird mir so ein kleines Schloss angezeigt. Wenn ich jetzt versuche, ein Objekt auf diesem Layer zu löschen, also ich selektiere mal ein Objekt dort und drückt dann entfernen. Dann sagt er mir, ja, er hat zwei Objekte gefunden, aber eins war auf einem gesperrten Layer und dieses Objekt wird dann nicht gelöscht. Und wieder mit der Option hier kann ich das dann wieder entsperren und es wird dann wieder farbig. Zur Linienstärke nochmal, das ist, finde ich auch sehr, sehr interessant. Also ich kann hier, wie es der Carsten auch schon gezeigt hat, wenn ich eine Linienstärke einstelle, kann ich das über die kleine Option hier, die Linienstärke ein- und ausblenden. Und das ist ganz praktisch. Zum Zeichnen ist es vielleicht nicht immer so geschickt, die dicken Linien im Modell zu sehen, weil man da vielleicht ein bisschen präziser arbeiten will. Aber man kann dann eben diese Option nutzen, wenn man mal schnell sehen will, wie diese Zeichnung dann ausgedruckt aussieht. Dann als nächstes ist auch noch ein Layer, den der Carsten auch schon erwähnt hat vorher, der DevPoints Layer. Das ist ein Layer, auf dem liegen, den sehen Sie jetzt, der existiert hier noch nicht in dieser Zeichnung. Der wird dann gezeichnet, sobald ich eine Bemaßung zeichne, weil da sind Teile von der Bemaßung sind auf dem DevPoints Layer, die man später im Druck nicht sehen will. Und dann als das eingeführt wurde, da hat das dann wieder Begehrlichkeiten geweckt, dass man eben einen Layer hat, auf den man Notizen machen kann beim Zeichnen oder so, die dann später nicht ausgedruckt werden sollen. Und darum ist dann später auch die Option eingeführt worden, dass man Layer so einstellt, dass sie nicht gedruckt werden. Also ich zeichne jetzt mal eine Bemaßung. Und dann. Max, Entschuldigung, ganz kurz, wenn du eigentlich diese Funktion hier verwendest, wird kein DevPoint leer erstellt. Es muss eine Linearbemaßung sein. Oh, okay. Das ist neu. Sorry. Ich nehme alles wieder zurück. Alles klar, also ich habe hier jetzt meinen DevPoints Layer und Sie sehen auch hier, der ist ausgegraut. Bei Plot, also der wird nicht gedruckt, aber ich habe auch nicht die Option, also der DevPoints Layer, der unterscheidet sich da von allen anderen Layern. Ich habe nicht die Möglichkeit, den einzuschalten. Der bleibt immer auf, wird nicht gedruckt. Ich mache jetzt mal noch einen neuen Layer. Machen wir mal blau. Und da sehen Sie auch, was auch eine nette Funktion, wenn Sie einen neuen Layer erstellen, dann kopiert der die Einstellungen von dem vorhergehenden Layer. Also Sie sehen, der neue Layer, weil ich den unter dem DevPoints Layer erstellt habe, ist der schon auf Nichtdrucken gesetzt. Also den kann ich einschalten, wenn ich das will.
aber wie gesagt, beim DevPoints Layer geht das nicht. Jetzt zeichne ich noch schnell was auf dem Layer, damit man das jetzt in meiner Druckvorschau sieht, dass diese blaue Linie nicht gezeichnet wird. Gut, gehen wir wieder zurück. Das letzte, was ich noch erklären will, ist, Sie haben hier noch eine sehr nette Möglichkeit, wenn Sie Layer-Einstellungen treffen, also ich friere jetzt mal ein Layer und schalte welche aus. Wenn Sie da zurückgehen wollen, dann gibt es hier eine Rückgängig-Funktion oder vorher, eine Vorher-Funktion. Die macht diese Einstellungen dann wieder rückgängig. Das Schöne an der Funktion ist, wenn Sie jetzt zwischendrin gezeichnet haben, ein paar Geometrien gezeichnet haben, dann wird es nicht berücksichtigt. Also Sie könnten natürlich auch die normale Rückgängig-Funktion benutzen, wenn Sie Ihre Einstellungen wieder zurückkriegen wollen von den Layern. Aber dann würden Sie ja auch die Geometrie verlieren, die Sie zwischendrin gezeichnet haben. Und dafür gibt es dann eben diese Vorher-Funktion, die sich dann, also das ist eine Rückgängig-Funktion, die sich dann wirklich nur auf Layer-Einstellungen bezieht, die Sie dann wiederholen können. So. Von meiner Seite wäre ich fertig und dann würde ich an den Martin übergeben. Ich habe eine Frage, während der Martin übernimmt. Max, mit der Rückgängig-Funktion stellst du die Layer-Einstellungen zurück, aber was passiert mit den Objekten, wenn die auf den, die hatten ja diese Layer-Einstellungen vorher. Die Objekte, die übernehmen dann die Layer-Einstellungen, die, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hab dem Layer eine andere Farbe gegeben und mache das dann wieder rückgängig, dann kriegen alle Objekte diese Farbe wieder zugewiesen, sofern die Objekte die Einstellung haben, dass sie auf den Layer reagieren. Alles klar, danke. Gerne. Ich hoffe, mein Bildschirm kann man jetzt sehen. Danke, Max. Und ich gehe mal einfach auf das generelle Thema an, ein, warum wir eigentlich Layer verwenden. Die Funktionen sind ja alle schön und nett, aber wofür braucht man die eigentlich? Also hier habe ich einfach mal eine kleine Beispielzeichnung und wie man hier ganz gut erkennen kann, sieht die einfach ein bisschen unübersichtlich aus und sehr einseitig, würde ich sagen. Layer sind generell dafür da oder für den Einsatz, um den Plan einfach besser darstellen zu können, beziehungsweise auch bessere Kontrolle für Plan-Details zu erhalten und bestimmte Elemente auch vernünftig zu definieren. Zum Beispiel nehmen wir mal einfach an, also das ist hier so ein kleines Beispiel, wie Sie vorhin gesehen haben, also alles in Weiß ist eher unübersichtlich, aber hier kann ich bisschen besser darstellen, was in meinem Plan was sein soll, beziehungsweise auf welchen Layer welche Informationen gezeichnet werden und ich kann auch viel bessere Kontrolle damit gewinnen. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel diesen Layer hier anwählen oder dieses Element, sehen wir, dass wir eigentlich einige Layer-Informationen auch sehen in der Eigenschaftspalette. Also hierbei handelt es sich um einen Block, der auf den Layer Furniture oder Möbel gezeichnet wurde und die Einstellung von Layer hat. Also das ist eigentlich auch eine generelle Einstellung, die ganz nützlich ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und die Layer-Frier-Funktion verwende, dann kann ich zum Beispiel diese Elemente ganz leicht ausfiltern und zum Beispiel einen kleinen Layer-Status speichern oder definieren. Also man kann hier einen neuen Layer-Status erstellen und sagen, okay, die Möbel sollen jetzt eingeschaltet bleiben beziehungsweise aus. Damit kann man also sozusagen viel bessere Übersicht über den Plan gewinnen und die Räume und so weiter. Das andere ist auch natürlich, die Kontrollmöglichkeiten über diese Layer sind viel besser. Also wenn wir zum Beispiel jetzt hier ein Element anwählen und diesen bestimmten Element eine Farbüberschreibung zuweisen, nehmen wir mal blau zum Beispiel,
Dann kann ich jetzt hingehen und sagen, ich möchte zum Beispiel diesen Layer auf gelb setzen. Dann sehe ich, wie der alle Texte automatisch auch sich dem Layer anpassen, allerdings jetzt nicht diese Objekteigenschaft, weil die wurde spezifisch für dieses Element überschrieben. Das heißt, um jetzt diesen Text auch in Gelb darstellen zu lassen, müsste ich wieder die Einstellung von Layer treffen. Also daher ist es eigentlich viel besser, wenn man jetzt generell die Zeichnung anpassen und ändern möchte, wenn man diese Einstellung von Layer oder bei Block beibehält. Also den Unterschied erkläre ich dann etwas später nochmal, was der genaue Unterschied zwischen von Block und von Layer ist. Das andere ist auch ein paar Sachen zu den Bemassungen, die eigentlich der Max schon angesprochen hat. Also generell werden Bemassungen ja eigentlich auf den Layer definiert, also auf den eigentlichen Layer, der gerade aktiv ist. Was natürlich jetzt okay ist, beziehungsweise man kann sich selber einen neuen Layer erstellen und den Bemaßung nennen. Also nennen wir den mal Bemaßung und vergeben den auch die entsprechenden Eigenschaften. Sagen wir mal zum Beispiel diese Farbe hier. Wir stellen auch sicher, dass die alle geplottet werden und so weiter und wir machen den Layer aktiv. Und anschließend erzeugen wir eine Bemaßung auf diesen Layer. Also das ist der aktive Layer und die Bemaßung wird auch mit den entsprechenden Eigenschaften erstellt. Wenn ich jetzt also wieder auf irgendeinen Layer wechsle, wie zum Beispiel nehmen wir mal den für Möbel, okay, der ist jetzt ausgeblendet. Blenden wir den mal ein. Also ich stelle den Möbel-Layer aktiv und ich erzeuge meine Bemaßung, wird die wieder grün. Um das jetzt bisschen besser kontrollieren zu können, ohne dass man immer hin und her wechseln muss. Also es gibt bestimmte Systemvariablen für Bemaßung, heißt die Dim-Layer. Damit kann ich meinen Bemaßungs-Layer als den Standard-Layer für alle Bemaßungen definieren. Und egal auf welchem Layer ich zurzeit bin, meine Bemaßung wird immer mit meinem Bemaßungslayer erzeugt. Was eine sehr hilfreiche oder zeitsparende Funktion auch ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Hin- und Herwechseln zwischen Layern beim Bemaßen ersparen möchte. Das gleiche trifft auch für Schraffuren zu. Also ich erzeuge nochmal einen ganz schnellen Schraffur-Layer. Und gebt ihnen eine gewünschte Farbe, geben wir zum Beispiel mal rot oder gelb. Nehmen wir den mal rot. Und wenn ich jetzt also, wie gesagt, wieder auf den eigentlichen Layer eine Schraffur erzeuge, dann sollte die auch mit dem aktiven Layer Eigenschaften erstellt werden. Ich kann allerdings die Variable HP Layer verwenden und ebenfalls einen vordefinierten Layer angeben. Das heißt, wenn ich jetzt auch Schraffuren erstelle, wo haben wir Schraffuren? Ah, da. Wird die Schraffur auch automatisch auf diesen Layer erzeugt, was mir auch Zeit sparen kann, beziehungsweise bessere Kontrolle über meine Schraffuren gibt. So, das andere gehen wir jetzt mal in eine weitere kleine Zeichnung. Und hier habe ich drei kleine Beispiele, um die Einstellung von Layer und von Block besser definieren zu können. Also normalerweise, wir empfehlen es nicht, auf den Layer 0 Elemente zu erstellen, aber bei Blöcken ist es eine ganz andere Nummer. Die Blöcke sind schon mit der Eigenschaft Layer 0, die kommen ein bisschen besser damit aus, weil man hat natürlich dann viel bessere Kontrollmöglichkeit. Und zwar, wenn ich diesen Block hier auf einen bestimmten Layer einfügen würde, würde er sofort die Eigenschaften von diesem eigentlichen Layer übernehmen. Beziehungsweise, wenn ich den jetzt anwähle und ich stelle den auf Layer 3, dann kann ich sehen, dass mein Block jetzt auch mit den entsprechenden Einstellungen dargestellt wird. Die Einstellung von Layer, also ich würde diese Konfiguration des Blocks eher partiell nennen.
Also es ist teils vom Layer und teils vom Block. Aber ich zeige Ihnen einfach mal den Unterschied. Also wenn ich die Eigenschaft von Layer verwende und ich wechsle den Layer für diesen Block, dann sehen Sie, dass jetzt die Tasten und der kleine Display, also das soll ein kleiner Display sein, nicht die Eigenschaften des Layers übernehmen, weil diese zwei Elemente, die habe ich natürlich mit der Eigenschaft von Block überschrieben. Das heißt, die Eigenschaften dieser Elemente sind im Block selber gespeichert und die aktuellen Layer, die greifen einfach nicht. Ich kann natürlich auch hier hingehen und nochmal die Elemente einzeln überschreiben, also für den bestimmten Elementtypen. Allerdings werden die nicht greifen, weil die Einstellung von Layer gesetzt ist. Hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Hier kann ich das. Ah, nee, Entschuldigung, das war jetzt im Block Editor, müsste man das machen. Da komme ich gleich nochmal zu. Das war jetzt ein kleiner Fehler. Also die dritte Option, die wir haben, ist von Block. Und wenn ich hier versuche, irgendwelche Leerüberschreibungen zu machen, die greifen gar nicht, weil diese Einstellungen nur im Block-Editor zu konfigurieren sind. Und so, wenn wir jetzt hier hingehen, dann kann man sehen, dass zum Beispiel dieser Elementtyp auch auf einem bestimmten Layer liegt, Layer 1, und der hat die Eigenschaft vom Block. Ich kann natürlich auch bestimmte Eigenschaften vom Layer jetzt so definieren, dass ich Farbüberschreibungen habe. Und wenn ich dann das Ganze anschließend speichere und versuche jetzt die Layer-Informationen zu überschreiben, dann wird es auch nicht greifen, weil diese Einstellung vom Block beziehungsweise was im Block definiert ist mit Farbüberschreibung, die haben Vorrang sozusagen. Also die werden immer als die Eigenschaft für den Block verwendet. Und das sind so einigermaßen die Kontrollmöglichkeiten im Block, wie man die ein bisschen besser darstellen lassen kann, um Kontrolle für Blöcke zu gewinnen. Ja, also das wäre es auch eigentlich soweit von meinem Ende bezüglich, wofür Layer gut sind, wofür die einzusetzen sind und was man bezüglich Kontrollmöglichkeiten mit Layern alles erzielen kann. Ja, danke Martin. Ich hätte jetzt noch, bevor du umschaltest, eine unbeantwortete Frage. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wenn du was parat hast. Ansonsten schicken wir da gerne Informationen nach dem Webinar. Und zwar geht die Frage über die Optionen beim Import einer Layer-States-Datei, einer Punkt-Last-Datei. Das kannst du ja über die Layer steuern und da sagen, importieren von Layer States. Hast du da was auswendig parat? Also aus dem Ja, genau. Stegreifen nicht, Ja. aber du meinst sicherlich das Das, hier, oder? genau. Wenn du da einfach mal die Optionen durchgehst, und erklärst, was dir dazu einfällt. Ja, klar. Also wie kurz erwähnt, Layer-Status sind einfach bestimmte Konfigurationen von dem Layer, also ich weiß nicht, okay, jetzt Echo weg, sind bestimmte Layer-Konfigurationen, die man sich sozusagen an einem bestimmten Status abspeichern kann. Wie man jetzt sieht, habe ich jetzt zwei Statusse hier testweise mal erstellt, die Möbel sozusagen ausgeschaltet darstellen lassen im Plan oder eingeschaltet. Das kann man dann natürlich auch als eine bestimmte Konfigurationsdatei abspeichern bzw. exportieren in diesem Beispiel als eine LAS-Datei. Und anschließend, wenn man eine weitere Zeichnung hat, kann man diese wieder auch importieren und auch diese Layer-Statusse auf die DWG anwenden. Also sprich, hier kann ich zum Beispiel anwählen, meine Möbel sollen ausbleiben und ich sage wiederherstellen. Und schon wird also mein Leerstatus wiederhergestellt. Das Gleiche kann ich auch erzielen, wenn ich zum Beispiel jetzt eine weitere Zeichnung hätte. Speichern wir mal diese halt testweise mal als eine Test-DWG.
und ich öffne nochmal das Original, bevor der Leerstatus dazugekommen ist. Das müsste der hier sein. Ich gucke jetzt mal, ob ich Leerstatus. Also hier sind noch keine da. Das heißt, ich wechsle jetzt wieder in die Test-DWG und exportiere einfach mal meine Leerstatus in die LAS-Datei. Jetzt wechseln wir wieder in das Original ohne den Leerstatus und hier kann ich, wie gesagt, die Datei wieder importieren. Also wenn ich eine LS-Datei habe, kann ich die aus der LS-Datei importieren, beziehungsweise auch aus der DWG und so weiter. Also nehmen wir einfach mal an, wir wollen diesen Status jetzt öffnen und auf die DWG anwenden. Also Sie sehen auch hier sofort, dass diese bestimmte Konfiguration aus der LS-Datei mit übernommen wird und ich kann mir diesen Status ganz einfach wiederherstellen lassen in einer Zeichnung, wo ich den gar nicht angewendet habe. Zu beachten ist einfach nur, dass man schon darauf achten sollte, dass bestimmte Leernamen und so weiter auch da vorhanden sind, weil sonst kann es sein, dass die LS-Datei nicht greift. Ja, also was kann man da drüber noch erzählen? War jetzt zwar so ein Überflug, würde ich sagen, über diese Funktion, aber natürlich kann man da auch einige Optionen mehr definieren, wie zum Beispiel auch XREF-Leerstatus, also bestimmte Leer, die aus Referenzdateien kommen, die können auch damit kontrolliert werden. Sie können das auch direkt in dieser Dialogbox bearbeiten. Und auch ohne dass Sie jetzt in der Zeichnung viel definieren, können Sie auch hier bestimmte Leerstatus konfigurieren. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt alles auf eingeschaltet haben, aber gesperrt, können Sie das ganz einfach in einen Leerstatus hier definieren. Also es kommt ganz darauf an, welche Kontrollmöglichkeiten Sie gerade haben möchten. Beziehungsweise, wenn Sie bestimmte Leer nicht plotten möchten, können Sie das hier schnell einstellen oder auch in Ansichtsfenstern frieren. Und das kann man also abspeichern unter einem bestimmten Namen, beziehungsweise, also wenn ich, hier habe ich auf Bearbeiten gedrückt, darum sieht man das nicht so. Aber wenn ich jetzt einen neuen angelegt hätte, wie zum Beispiel Test, und dann diesen Status bearbeiten würde, dann hätte ich hier meine konfigurierten Optionen. Also es ist immer der aktuelle Status, der in der DWG gerade aktiv ist, der als eine Art von Vorlage verwendet wird. Aber hier, wie gesagt, kann ich bestimmte Kombinationen leicht treffen und mir das als einen neuen Status abspeichern lassen und den zu jeder Zeit wiederherstellen, exportieren, importieren und somit in verschiedenen Zeichnungen geben. Zum Beispiel auf der gleichen Vorlage basieren, mir die Kontrolle wiederherstellen, ohne dass ich die immer wieder neu konfiguriere. Okay, vielen Dank, Martin. Ich hoffe, die Frage wurde ausreichend beantwortet. Ich werde jetzt wieder die Kontrolle übernehmen. So, sind wir schon ziemlich weit. Ja, danke Martin und danke Max nochmal für eure Teilnahme. Vielen Dank, dass Sie auch dabei waren an unsere Zuhörer. Wie gesagt, wenn Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, stellen Sie die. Wir würden uns über Feedback freuen. Sie können uns auch direkt ein E-Mail schicken an autodesk.help.webinars@autodesk.com mit dem Betreff Build Your AutoCAD IQ. Am Schluss habe ich auch noch eine kurze Frage, bevor Sie das Webinar verlassen. Und zwar kennen diejenigen, die dabei waren, auch schon, haben Sie heute etwas Neues gelernt? Und die Antwort möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir haben einen überwiegenden Teil mit neuen Informationen für Sie. Das ist sehr schön. Es freut mich, dass wir das schaffen konnten. Angesichts der
Menge an Leuten, die schon mehr als 10 Jahre AutoCAD verwenden, ist auch die 30%. Nein, kein Wunder. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam für Sie und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, wir haben noch ein paar Minuten, ein paar Fragen zu stellen. Ansonsten würden wir das Webinar jetzt beenden. Ich warte noch kurz, ob noch in letzter Minute einige Fragen kommen. Kurz um Fragen können wir, glaube ich, jetzt schließen. Gut, hört sich oder schaut so aus, als wenn alle Fragen beantwortet sind. Dann freue ich mich, wenn Sie am 28. September wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin, Ihr Autodesk Support Team.